Willkommen zurück online. Hallo Thomas, hallo Tasmo. Wir sind da mit dem Talk über den Prototype Fund. Der Prototype Fund macht was sehr, sehr Wichtiges. Er nimmt öffentliches Geld und gibt es an Open-Source-Projekte. Fast 5 Millionen schon. Ich finde das sehr, sehr gut. Und Tasmo wird uns jetzt erzählen, was der Prototype Fund ist und wie ihr den auch nutzen könnt. Danke, Philipp. Eigentlich hat jetzt Philipp schon alles gesagt. Tschüss. Ich bin Thomas, ich bin beim Prototype Fund seit Januar und mache da das Programme- und Projektemanagement. Und heute wollte ich zum einen einen Überblick geben, was überhaupt der Prototype Fund ist, weil das eigentlich so für Jugendhackt im Nachhinein interessant sein kann, und verdeutlichen anhand von Beispielen, die wir bis jetzt schon gefördert haben, wie erfolgreich Projekte sein können, die vom Prototype Fund gefördert wurden. Ja, wir wollen mit Code die Welt verbessern. Das kenne ich. Das ist genauso wie bei Jugendhackt. Eigentlich wollen wir wirklich genau das Gleiche. Also im Prinzip ist der Prototype Fund wirklich Jugendhackt für Erwachsene. Bloß, dass wir den Projekten für die Entwicklung Geld geben wollen, weil sie ja mit der Entwicklung von Open Source Software auch irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen und eventuell nicht nur den von sich selbst. Unser Slogan ist eigentlich ganz ähnlich, bloß dann für Erwachsene. Wir fördern Public Interest Tech. Das heißt, wir fördern die Entwicklung von gemeinwohlorientierter Software, also Open Source Projekte mit gesellschaftlichem Mehrwert. Wir probieren dabei einen anderen Weg als andere Förderungen zu bestreiten, nämlich anstatt dass wir große Geldbatzen auf große Firmen werfen, die zwar genauso wenig Chancen haben, aber wenn, kriegen sie dann eben viel Geld, probieren wir kleine Summen an Geld an viele kleine Einzelpersonen oder Gruppen für die Entwicklung zu verteilen. Dabei wollen wir die Bewerbung möglichst niedrigschwellig gestalten, damit sich halt auch diverse Menschen darauf bewerben können. Dafür arbeiten wir mit dem DLR zusammen, die uns die ganzen Formulare abnehmen und damit wir die Bewerbung so mit geringem Aufwand gestalten können. Wir wollen zudem unsere Erfahrung teilen, dass möglichst viele auch so die Idee des Prototype Funds nachahmen können und für andere Bedürfnisse anpassen. Wir werden dabei selbst gefördert. Wir sind ein Projekt wie auch Jugendhackt von der Urban Knowledge Foundation. Andere Projekte von Urban Knowledge Foundation sind zum Beispiel Frag den Staat. Dabei geht es darum, dass man Dokumente von den Behörden befreit und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Die kann dann jeder abfragen. Datenschule ist ein weiteres Projekt von der Open Knowledge Foundation. Das ist ein deutschlandweites Bildungsprogramm rund um Daten und Technologien, oder auch Code for Germany, wo vorhin schon ein Lightning Talk war. Ein Netzwerk von Gruppen aus Ehrenamtlichen und Labs, die ihre Städte miteinander positiv gestalten wollen. Und wir werden gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. In Zahlen heißt das: wir geben pro Projekt, das wir fördern, eine Förderperiode dauert 6 Monate, bis zu 47.500 Euro. Das sind eigentlich 50.000, aber es ist eine Eigenbeteiligung von 5% dabei. Das sind 2.500 Euro, deswegen diese krumme Summe. Wir haben bis jetzt 118 Projekte gefördert, und wer rechnen kann, das sind fast 4,8 Millionen Euro. Im Schnitt fördern wir so 20 Projekte pro Runde, also gerade eben fördern wir 16 Projekte in der nunmehr 6. Runde, und bewerben kann sich bei uns einfach jeder, der eine innovative Idee hat, die lösungsorientiert ist und ein konkretes gesellschaftliches Problem beseitigen möchte oder etwas verbessern möchte. Wer kann gefördert werden? Wir können nur erwachsene Menschen fördern, leider keine Minderjährigen, weil das ein, Wohnsitz erstmal. Der Wohnsitz muss in Deutschland sein, das heißt, man muss eine deutsche Bewerbung schreiben können, dabei kann man sich aber auch Hilfe holen, man muss nicht zwingend Deutsch sprechen, man muss auch kein deutscher Staatsbürger sein, aber der Wohnsitz muss in Deutschland sein, weil das ein Förderprogramm vom Bundesministerium ist. Das bedeutet es auch,
Steuern abgeführt werden müssen in Deutschland und sonst ist die Förderung leider nicht möglich. Minderjährige können wir nicht fördern, also Volljährige, aber viele von Jugendhakt sind ja ziemlich schnell dann volljährig und können sich bei uns bewerben. Man muss während des Förderzeitraums, also davor und danach ist nicht so wichtig, selbstständig sein. Wenn man sich als Gruppe bewirbt, macht man das als GbR. Das ist die unkomplizierteste Art und Weise, als selbstständiges Team zu arbeiten. Andere Firmen wie GmbHs oder sowas können wir leider nicht fördern. Und die eine Bedingung ist, dass die Quelltexte, die während der Förderphase erarbeitet werden, am Ende unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden müssen und die auch verfügbar sein müssen im Netz. Das kann man dann auf GitLab, GitHub etc. machen. Das ist deswegen wichtig, damit auch nach der Förderung die Projekte weiter Früchte tragen können. Von uns bekommen die Projekte zum einen das Geld, zum anderen bekommen sie aber auch eine Betreuung von uns als Team. Wir betreuen die Projekte in der Förderzeit, gucken, wie kommen sie voran, suchen Unterstützung, wenn welche gebraucht werden, verknüpfen, bieten Kontakte. Was es bei uns nicht gibt, ist Rechtsberatung und steuerliche Beratung. Das dürfen wir nicht machen. Die Projekte bekommen von uns Coachings. Da arbeiten wir mit anderen Anbietern zusammen. Da können sich die Projekte aussuchen, ob sie im Projektmanagement besser werden wollen oder im UX, UI-Design. Das ist gerade sehr gefragt. Wir probieren die Sichtbarkeit der Projekte, die von uns gefördert werden, während der Förderphase, aber auch im Anschluss zu erhöhen, weil ein Ziel ist es, wenn so ein Prototyp fertiggestellt ist, dass die Projekte damit weitergehen können und weitere entweder Förderungen oder andere Gruppen, die sie unterstützen, ansprechen können. Der Demo Day ist zum Beispiel ist ein Abschlusstag am Ende jeder Förderung, wo die Projekte einmal vorstellen, was sie erreicht haben, und dabei werden auch Videoaufnahmen gemacht, die dazu dienen können, das weiter zu verbreiten. Und wir wollen mit den Projekten gemeinsam ein Alumni-Netzwerk aufbauen, dass alle voneinander profitieren können, ihr Wissen austauschen können, gemeinsam Veranstaltungen besuchen. Anhand der Schwerpunkte, in denen wir fördern, möchte ich ein paar Beispiele nun geben, was wir alles schon gefördert haben. Die Schwerpunkte erläutere ich, glaube ich, auch wenn sie erscheinen. Also einer der wichtigsten, größten Schwerpunkte, die wir fördern, ist Civic Tech. Das bedeutet, es sind digitale Tools für die ganze Gesellschaft, für alle BürgerInnen. Damit wollen wir die gesellschaftliche Teilhabe digital erleichtern. Wir wollen erreichen, dass es bessere Tools zur Mitsprache und Mitbestimmung von gesellschaftlicher Verantwortung gibt und wollen unterstützen bei der gesellschaftlichen Teilnahme durch das Schaffen von mehr Transparenz und dem Ermöglichen von Bürgerbeteiligung. Gefördert haben wir in Runde 1 oder Runde 2 das Projekt SeinDikt. Das ist ein Gebärdensprachelexikon, wo jede und jede mitmachen kann. Es gibt wahnsinnig viele Gebärdendialekte, und wenn eine Gebärdensprache kann, kann er das mindestens für die Region, aber es gibt darüber hinaus noch viel Austausch und manche Wörter sind unklar. Es kommen neue Wörter in die Gebärdensprache hinzu, also es funktioniert ähnlich wie Wikipedia. Des Weiteren haben wir unter anderem Uwasi gefördert. Das ist ein schönes Logo, wie ich finde, und auch ein lustiger Name. Das ist ein Tool für eine detaillierte Analyse von riesengroßen Dokumenten, die man alleine nicht schafft durchzusehen, mittels Machine Learning Modellen, und soll unter anderem Menschenrechtsorganisationen und Aktivistinnen helfen, Muster von Diskriminierung, Korruption oder Ausbeutung zu erkennen und damit menschenrechtsverletzende Institutionen letzten Endes zur Rechenschaft ziehen. Ein weiterer Schwerpunkt, den wir fördern, ist Datensicherheit. Dabei geht es primär um die Privatsphäre, sichere Kommunikation und Datensparsamkeit. Das sind Werkzeuge mit Fokus auf Privatsphäre, es sollen Tools sein, die frei von Überwachung
und Manipulation sind. Also wir sollen uns möglichst ungestört unterhalten können und ohne Druck. Es ist wichtig, dass das Ganze in Open Source ist, denn das ist macht es erst möglich, dass man überhaupt den Tools vertrauen kann, die wir da benutzen, und soll letzten Endes die Grundvoraussetzung zum selbstbestimmten Kommunikation und Handeln. Tools, die wir da gefördert haben, sind unter anderem der Briar Messenger. Das ist eine App, mit der man verschlüsselte Nachrichten von Gerät zu Gerät verschickt, wo die Nachrichten nicht über einen dritten Anbieter oder Server gehen, sondern auch nur auf den jeweiligen Geräten, die miteinander kommunizieren, gespeichert werden. Der Prototype Fund selbst hat dabei die Entwicklung des Nachrichtenzwischenspeichers gefördert. Also wir fördern nicht nur Gesamtprojekte, sondern oftmals auch neue Module, die fehlen, um eine Software nutzbarer zu machen. In dem Bereich haben wir auch das Firefox-Plugin Lightbeam gefördert. Lightbeam ist eine Veranschaulichung von Tracker-Netzwerken, die ich jeden Tag ansurfe. Und Lightbeam will verständlich erklären, wie Online-Tracking überhaupt funktioniert und den NutzerInnen ermöglichen, die Kontrolle über die eigene Online-Privatsphäre wiederzugewinnen. Ein weiterer Schwerpunkt ist Data Literacy oder auch Datenkompetenz. Da geht es um Anwendungen rund um die Auswertung, Nutzung und Analyse von offenen Datensätzen. Das soll BürgerInnen befähigen, erstens sachgerecht mit Daten umgehen zu können, große Sammlungen von Daten auch alleine interpretieren zu können, soll einen aufgeklärten Umgang mit den Daten fördern, denn nur wer die Daten wirklich kennt und lesen kann, der kann sie auch nutzen. Was wir da jetzt in der letzten Runde gefördert haben, ist Algonir. Algonir ist ein Toolkit, mit dem man anhand verschiedener Kriterien künstliche Intelligenzsysteme untersuchen und testen kann. Und das gemeinsam oder auch kollaborativ. Das ist eine Plattform, die man gemeinsam nutzen kann. Algorithmisch werden Systeme auf Fairness, Robustness untersucht und es wird auch versucht, die algorithmischen Verfahren dahinter zu beleuchten. Das Ziel ist es einfach, Machine Learning Algorithmen sicherer und nachvollziehbarer zu machen. Datenklaus ist auch etwas, was erklärt und visualisiert. Das ist eine App für Schulen und für Unterricht, ein Spiel für die Erlangung von Datenkompetenz und praktischem anwendbaren Wissen auf Datenschutz. Das waren die vier Schwerpunkte, die wir fördern. Ah nee, da kommt noch einer, nämlich die Infrastruktur. Das sind Werkzeuge für den Betrieb von Anwendungen, also Projekte und Tools, die für den Betrieb wichtig sind. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Reproducible Builds zum Beispiel, zuerst für Debian, aber auch anwendbar auf andere Linux-Distributionen, ist ein Tool, was überprüft, ob der Quellcode, der im verteilten Bauen benutzt wurde, wirklich mit dem Binary zusammenpasst, was ich auf meinem Computer installiere. Auch das ist wichtig, um überhaupt sicher zu sein, ist denn die Software, die ich auf meinem Computer benutze, wirklich die, die ich mir vorher in dem Quellcode angucken konnte. MicroG haben wir gefördert. Das ist ein Projekt, was es erlaubt, Android-Apps ohne die an Google gehefteten Play-Dienste zu benutzen. Viele Apps nutzen diese Dienste und funktionieren entweder gar nicht oder ohne die Google Play-Dienste. Und mit MicroG ist es möglich, auch Apps selbst dann zu benutzen, wenn die Google Play-Dienste nicht vorhanden sind, weil es ein Ersatzframework schafft. Zu guter Letzt möchte ich noch kurz sagen, warum es uns wichtig ist, Open Source einzusetzen. Also FLOSS steht für Free, Libre und Open Source Software. Das sind Anwendungen, die frei verfügbar sind, unter einer freien Lizenz veröffentlicht wurden und deren Quelltext frei einsehbar und verfügbar ist. Open Source ist einfach yeah. Da könnt ihr eure positiven Argumente einfügen. Addings, hat das Wort Addings? Ich weiß nicht. Wichtig bei Open Source Software ist, dass sie frei für alle ist. Sie ist erschwinglich für alle sozialen Schichten und überall in der Welt verfügbar.
Proprietäre Lösungen sind oft nicht der richtige Schritt und Open Source schützt zum Beispiel vor plötzlich ansteigenden Nutzungsgebühren oder veränderten AGBs. Vertrauen und Sicherheit wird durch Open Source gestärkt. Da wir meist nicht nur unsere Daten, sondern auch die unserer Netzwerke auf unseren Geräten haben, sollten wir schon wissen, wie wir die schützen können. Und zusammen sind wir immer besser als allein. Von anderen lernen heißt besser werden und damit bessere Qualität verbreiten. Und die Wartung und Pflege von Open Source bleibt nicht mehr die Aufgabe von Einzelnen. Ja, erreichen könnt ihr uns, wenn ihr euch bewerben wollt, Fragen habt. Ich bin noch hier ansprechbar oder eben über Social Media und E-Mails sind wir auch erreichbar. Unsere Website ist auch prototypefund.de. Danke, Thomas. Vielen Dank.